herzlich willkommen auf meinem Kanal. Herrliches Wetter heute und ich wollte die Gelegenheit nutzen, heute ein bisschen rauszugehen und was zu kochen. Hab was Leckeres dabei und meinen kleinen Trank, ja, bin ein bisschen außer Atem, weil es ging gerade ganz schön hoch hier. Ja, wenn ihr Lust habt mitzukommen, lade ich euch ein. Los geht's. Ja, ich werde einfach loskochen. Viel reden beim Kochen werde ich nicht. Aber ihr könnt ja zuschauen. Ich nehme heute zum Kochen den Mini-Trank, ja. Den habe ich eigentlich ganz gern dabei, weil man mit dem kleinen Ding doch schon einige Sachen anstellen kann. Drin habe ich so eine Rama-Schüssel immer, die passt eigentlich super hier rein, wenn man den Deckel ein bisschen abschneidet. Die wiegt nichts und man hat eine zusätzliche Schüssel und außerdem schützt man die Alu-Schüssel hier ein bisschen vorm Verkratzen. Das ist ein bisschen Salatcreme hier.
Mache noch ein bisschen Senf rein. Das ist auch so eine Dauerbackfolie, die ich mir immer hier reinlege. Zum einen kann ich dann manche Dinge machen, ohne dass ich mir Fett in die Pfanne gebe. Und zum anderen schützt es eben auch den Mini-Trangia vorm Zerkratzen. So habe ich halt verkratze ich mir hier die Pfanne nicht.
Voilà, bon Appetit. Ich habe leider vergessen, ich hätte Salz und Pfeffer vorher drauf machen sollen. Aber so ein leckerer Burger draußen, das ist schon was Schönes. Und den will ich mir jetzt erstmal schmecken lassen. Ah, das war einfach super lecker, kann ich euch gar nicht sagen. Ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, heute rauszugehen und eine Kleinigkeit zu kochen. Die Fastenzeit ist ja jetzt vorbei. Ich wünsche euch ein paar schöne Feiertage. Geht raus, kocht euch auch was, es ist einfach herrlich draußen. Also heute wirklich ein ganz fantastischer Tag. Ja, und wenn es euch Spaß gemacht hat, sieht man sich vielleicht bald wieder hier auf dem Kanal. Bis dann.